Wenn ich ein HTML-Dokument gestalten will, dann kann ich das mit CSS tun. Ohne CSS sind alle Schriften in Times New Roman gehalten, der Hintergrund ist weiß, die Schriftfarbe ist schwarz und so weiter. Der Browser selber, der hat eine Art internes Style Sheet. Also es gibt offensichtlich eine Schriftgröße und unterschiedliche Schriftgrößen, je nachdem, ob etwas eine Überschrift oder normaler Text ist und so weiter. Aber das kann ich selber mit eigenen CSS-Regeln ergänzen, wenn ich das anders gestalten möchte. Und normalerweise tue ich das mit CSS. Dazu kann ich zum Beispiel ein internes Stylesheet direkt ins HTML-Dokument, in den Head schreiben oder ein externes Stylesheet in eine eigene Datei. Hier zum Beispiel könnte ich sagen, das Dokument, also der gerenderte Teil des Dokuments, der hat eine Schrift, die nicht Times New Roman ist, sondern irgendetwas anderes, zum Beispiel Helvetica. Und das ist eine Eigenschaft, eine Style-Eigenschaft, die dann an alle Kinder von Body vererbt wird. Oder ich kann sagen, dass der H1-Tag eine Farbe haben soll. Und das kann ich mit verschiedenen Werten füttern, diese Color-Eigenschaft, RGB oder HSL oder auch ein Farbname wie Red. Und dann wird das rot. Und CSS, also Style-Änderungen, gehören in die Sprache CSS und in ein Stylesheet. Aber es ist auch möglich, dies aus JavaScript zu tun. Es ist nicht unbedingt empfehlenswert, das zu tun, aber es geht und das möchte ich zeigen. H1 ist jetzt im Moment rot, aber ich kann das übersteuern mit JavaScript. Und dazu muss ich zuerst einmal den H1-Tag irgendwie in den Griff kriegen und das tue ich mit Query Selector. Ich schreibe const my title gleich Document Query Selector H1 und dann kann ich sagen my title style. Style ist eine Eigenschaft von my title und style, die Eigenschaft style von einem HTML-Element. Also jedes HTML-Element hat diese Eigenschaft und dort drin sind all diese CSS-Eigenschaften drin mit Standardwerten. Und diese Werte kann ich jetzt wiederum austauschen mit meinen eigenen oder überschreiben. Also ich kann schreiben my title, style, color und dann kann ich hier CSS übergeben, einen CSS-Wert. Und das ist eine Zeichenfolge, also muss das in Anführungszeichen geschrieben werden. Color blue, meinetwegen. Und jetzt ist der Titel blau. Und was ich auch tun kann, ist den Font austauschen. My title, style. Und jetzt gibt es ein Problem. Font family gleich. Für Kenner, was ist der Unterschied zwischen Helvetica und Arial? Aber es ist immer noch Helvetica, es gibt nämlich einen Fehler. Uncode Syntax Error, Invalid Assignment Left Hand Side. Was heißt das? Irgendwas auf der linken Seite stimmt nicht. Eine ungültige Zuweisung auf der linken Seite. Und was hier mit linker Seite gemeint ist, ist hier links vom Gleichzeichen. Da ist irgendetwas ungültig. Was könnte das sein? Denk kurz darüber nach. Es ist das Minuszeichen. Der Bindestrich existiert in JavaScript nicht, sondern wird als Minuszeichen interpretiert. Also Family und Font wird irgendwie hier Bestandteil einer Subtraktion und das funktioniert natürlich nicht. Ein weiterer Beweis für die Dummheit von Computern. Aber wir können das ändern. JavaScript ist oder der Browser ist so eingerichtet, dass diese Eigenschaft
die in CSS mit Bindestrich geschrieben wird, die kann in JavaScript mit sogenannten Camel Case geschrieben werden. Camel Case heißt groß-klein geschrieben und zusammengezogen. Also alles, was in CSS einen Bindestrich hat, wird in JavaScript mit Camel Case geschrieben, Font und dann das F von Family groß, Font Family. Und jetzt sehen wir, dass Arial und nicht Helvetica verwendet wird. Du siehst das hier am R. Das ist ein bisschen ein blödes Beispiel. Vielleicht kann ich hier etwas Interessantes oder Deutlicheres nehmen. Times New Roman. Was auch idiotisch ist, weil das ist ja eigentlich der Grundzustand. Also warum nicht? Etwas Lustiges. Voilà. Und was ich auch tun kann, ist die Größe des Fonts. Auch hier muss ich umschreiben, weil Font Size hat einen Bindestrich. Und hier könnte ich sagen 100 Pixel. Und interessanter wird es natürlich, das hier generativ zu machen und zu sagen Math. Weil wir sind nicht in P5, Achtung, es gibt keine Random-Funktion, sondern es gibt ein Math-Objekt mit einer Random-Methode in JavaScript. Math-Random mal 100 plus Pixel als Zeichenkette. Und wenn ich eine Zahl habe, also Math-Random ist natürlich eine Zahl, mal 100 gibt wieder eine Zahl. Aber wenn ich in JavaScript, das ist eine Eigenheit von JavaScript, gibt es in anderen Programmiersprachen nicht, da gibt es nur Fehler, wenn wir so etwas versuchen. Hier funktioniert es. Wenn ich eine Zahl mit einer Zeichenfolge zusammenzähle, wird das zu einer Zeichenfolge. Wird in der Fachsprache als String Coercion bezeichnet, also eine Zeichenfolge-Erpressung. Und jetzt, wenn ich das mehrmals neu lade, siehst du, dass der Titel immer wieder eine neue Größe erhält. Also so kannst du aus JavaScript Style-Informationen manipulieren, CSS aus JavaScript heraus ändern. Das ist in der Webdesign-Fachwelt verpönt und es ist effektiv nicht so eine gute Idee, das zu tun, aber manchmal ist es ein probates Mittel.